Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner Live und bei mir zu Gast ist jetzt der niederösterreichische FPÖ-Chef Udo Landbauer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Herr Landbauer, die FPÖ ist ja fuchsteufelswild, muss man sagen, über die 2G-Regel, die seit Montag in Kraft getreten ist in Österreich. Aber was stört Sie denn daran? Was ist so schlimm an 2G? An 2G ist schlimm, dass Menschen, die keins der beiden G erfüllen, ganz einfach vom öffentlichen Leben ausgesperrt worden sind und daran nicht mehr teilhaben können. Und ich sage noch dazu, dass jetzt 2G ja nicht das 2G ist, was es noch vor 2 Tagen war. Weil vor 2 Tagen war man als Genesener mit Antikörpernachweis auch in diesem 2G-Bereich drinnen. Das ist man jetzt auf einmal nicht mehr. Und das bar jeder Evidenz, wie alle anderen Maßnahmen auch. Und was uns wirklich stört, dass die Regierung jetzt seit beinahe 2 Jahren von einem Bauchfleck zum nächsten hoppelt. Und nahezu alles, wovor wir gewarnt haben, ist bis heute eingetreten. Es wurde gesagt, es gibt keine Impfpflicht. Die haben wir de facto jetzt. Es wurde gesagt, dass für die Geimpften die Pandemie zu Ende sein wird. Wurde doch am 30. Juni vom Ex-Kanzler Kurz behauptet. Das ist ganz einfach nicht die Wahrheit. Es wurde gesagt, dass die Impfung vor einer Corona-Infektion schützt. Falsch. Dann wurde gesagt, die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf. Falsch, sehen wir jetzt. Naja, vom Scheinverlauf. Na, offensichtlich nicht, sonst hätten ja nicht 50% in den Krankenhäusern, die doppelt geimpft sind. Wenn das so wirkungsvoll wäre, dann wären da die Zahlen anders. Und genau deswegen sagen wir auch, dass es nicht passt. Muss man auch dazu sagen. Naja, aber wie lange dauert, hält der Impfschutz denn an? Und dann sind wir beim nächsten Punkt. Muss ich mich jetzt bald alle 3 Monate impfen lassen? Und da wurde ganz klar immer gesagt, mit der Vollimmunisierung, also nach 2 Stichen, bei einer Impfung nach einem, hat man seine Ruhe und dann ist die Sache vorbei. Und genau das ist eben nicht eingetreten. Mhm. Wie handhaben Sie das jetzt eigentlich künftig? Gehen Sie jetzt einfach nicht mehr ins Restaurant oder werden Sie sich doch impfen lassen? Naja, das ist gar nicht so lustig, das Thema, denn in Wahrheit ist das für Personen wie mich ein Berufsverbot für Oppositionspolitiker und nichts anderes ist es. Denn ich darf nicht nur ins Restaurant und ins Gasthaus gehen oder ins Kaffeehaus, dort wo man als Politiker auch sein muss, wenn man wissen will, was draußen gesprochen wird. Ich darf auch keine Veranstaltungen besuchen. Ich dürfte zum Beispiel jetzt der kommende Woche die Festveranstaltung zum Landesfeiertag nicht besuchen. Hätte ich vorher auch nicht dürfen, weil dort eine ganz besondere 2-Regel gegolten hätte, nämlich geimpft oder getestet. Da war das Genesen damals schon kein Thema mehr. Ich darf an Veranstaltungen, die man in der Regel als Politiker besucht, ganz einfach nicht teilnehmen. Und das ist etwas, was verfassungsrechtlich höchst bedenklich ist, wie die gesamte 2G-Regelung im Übrigen. Und das werden wir als FPÖ natürlich auch mit allen Mitteln rechtlich bekämpfen. Sie könnten ja als Partei auch eine Verfassungsklage einbringen. Natürlich, das kommt auch. Es wird auch diesbezüglich 2G eine Verfassungsklage geben. Es wird bezüglich 3G am Arbeitsplatz eine Verfassungsklage geben. Wir haben in Niederösterreich vergangene Woche bereits 4 dieser Beschwerden beim VfGH eingebracht betreffend die Ausreisekontrollen in den Bezirken. Das machen wir alles. Nur das nützt uns relativ wenig jetzt im Moment, weil bis hier Entscheidungen gefallen sind und das wissen wir aus der Vergangenheit, haben diese ganzen Regelungen längst nicht mehr gegolten. Sie können sich natürlich auch einfach impfen lassen, dann könnten es zu all diesen Veranstaltungen wieder gehen. Es könnte, aber es hat einen guten Grund, weshalb ich mich nicht impfen lasse und das ist meine persönliche Entscheidung auch gewesen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ich als Genesener Antikörper habe und es absolut nicht einsehe, wieso das keine Gültigkeit mehr hat. Aber grundsätzlich muss man nochmal festhalten, ob man sich impfen lässt oder nicht, ist eine höchstpersönliche Entscheidung. Und da darf es dann keine Konsequenzen geben, wenn man sich eben nicht impfen lässt. Noch dazu, wo wir jetzt wissen, dass eben diese Impfung all diese Vorteile nicht bringt, dass diese Impfung eben nicht dieser Gamechanger ist. Und da wiederhole ich mich, 50% der Spezialpatienten sind vollständig immunisiert, wie das so schön heißt. Und da können wir uns andere Länder auch anschauen. Wir nehmen uns diese Impfweltmeister her. Singapur zum Beispiel hat bei 5,9 Millionen Einwohnern einer Durchimpfungsrate von 84% aktuell 211.000 aktive Fälle. Dänemark war auch das Musterbeispiel mit, ich glaube, 83% Durchimpfungsrate, wurde ja gepriesen, weil hier alle Maßnahmen fallen gelassen werden konnten, führt jetzt die 3G-Pflicht wieder ein. Also so wunderbar funktionieren kann sie offensichtlich nicht.
Dennoch muss man der Regierung zugute erhalten, dass die Impfquoten in den letzten Tagen wieder gestiegen ist. Wir haben deutlich mehr Impfungen, seit 2G eingeführt wurde, als in den Vorwochen, wo sehr wenig geimpft wurde oder sehr wenige zur Impfung gegangen sind. Also auswirken tut es sich anscheinend. Ich halte denen gar nichts zugute, denn wieso sollte ich ihnen etwas zugute halten, dass sie mit einer Erpressungstaktik hier Menschen zur Impfung zwingen, zu einer Impfung, die ganz offensichtlich nichts bringt. Und das ist ja, was wir aktuell sehen. Und diese ganzen Schlagzeilen von wegen die Impfbereitschaft steigt, na, das ist großartig. Das ist keine Impfbereitschaft, das ist der Druck, den die Menschen hier erlegen sind, weil sie ganz einfach sonst nicht mehr ins Restaurant, ins Wirtshaus gehen könnten, nicht mehr ins Kino gehen könnten, weil sie nicht mehr ungehindert arbeiten gehen könnten. Genau deswegen machen die Menschen das. Mhm. Kommen wir noch ganz kurz zu den aktuellen Zahlen. Die sind sehr hoch, in den letzten Tagen um die 10.000 gewesen. Auch in den Spitälern nämlich sehr hoch und viele Mediziner, nicht die Regierung, sondern Mediziner aus den Spitälern, warnen davor, dass es mittlerweile schon Intensivstationen gibt, die die Kapazitätsgrenze erreicht haben. Bereitet Ihnen das gar keine Sorgen? Das haben Sie doch vom Beginn der Corona-Krise angemacht. Es hat immer diese paar Ärzte gegeben, die man vor den Vorhang gezerrt hat, die dann das Bild gezeichnet haben. Alle anderen Experten, alle anderen Ärzte, die eine gegenteilige Meinung hatten, die hat man in Wahrheit nicht gebracht. Und das ist es, was ich verurteile. Und jetzt können wir darüber diskutieren, ob die Kapazitäten ausgeschöpft sind. Da müssen wir aber auch darüber diskutieren, ob wir nicht vielleicht zu wenig Kapazitäten haben. Wieso wurden denn seit Ausbruch der Corona-Krise die Spitalskapazitäten abgebaut? Wieso haben wir denn jetzt weniger Ärzte? Wieso haben wir denn jetzt weniger Pflegepersonal? Diese Fragen müsste man sich ganz einfach stellen, aber das passiert hier nicht. Und genau da hätte man längst ansetzen müssen. Hier die Kapazitäten ausbauen, dafür zu sorgen, dass hier Patienten auch medikamentös behandelt werden können, damit sie eben nicht auf die Intensivstation oder gar nicht ins Krankenhaus kommen. Aber all das passiert nicht. Und da frage ich mich, warum? Da hält man an der Strategie fest, Impfung, 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 und weicht keinen Millimeter davon ab. Und das ist für mich zu hinterfragen. Dass man nicht nur über Corona sprechen, wird gerne noch zu einem weiteren Thema kommen. Wir sehen derzeit sehr beunruhigende, schockierende Bilder von der polnischen Grenze. Von Weißrussland nach Polen drängen tausende Flüchtlinge, die weiter nach Deutschland wollen. Befürchten Sie da jetzt eine neue Flüchtlingswelle, einen neuen Flüchtlingsansturm? Die haben wir bereits. Und auch da haben wir vor Monaten schon davor gewarnt und wurden noch belächelt und genauso wie bei Corona als Verschwörungstheoretiker abgetan. Aber ich muss gar nicht nach Weißrussland oder an die weißrussisch-polnische Grenze schauen. Diese Bilder sind beeindruckend, natürlich. Aber ich muss ja nur nach Österreich schauen. Wir haben über 1000 Asylanträge wöchentlich. Das Erstaufnahmezentrum Dreiskirchen liegt jetzt schon an der Kapazitätsgrenze von 1800 Insassen. Ab 1800 ist behördlich gesperrt. Das heißt, wir haben diese Migrationswelle bereits wieder. Und es ist im Übrigen die zweitgrößte nach 2015. Und das ist natürlich auch ein Zeichen dafür, ein Beweis dafür, dass diese Regierung und der sogenannte Hardliner Innenminister Nehammer kläglich gescheitert sind. Also große Sprüche klopfen, das kann der Herr Nehammer vielleicht, Androhungen ausspucken von wegen 2G. Ignorierende Menschen werden massiv kontrolliert mit 800 zusätzlichen Polizisten, aber dass er diese 800 zusätzlichen Polizisten nicht auf die eigene Bevölkerung hetzt, sondern vielleicht an die Grenze stellt und dort Illegale vor dem Grenzübertritt hindert, dazu ist er nicht bereit. Und da sieht man ganz eindeutig, dass die ÖVP nie willens war, hier wirklich an der Asyl-, an der Zuwanderungspolitik etwas zu verändern. Sie haben jetzt gerade auch die Asylzentren in Niederösterreich angesprochen. Es gibt ja einen Asyllandesrat, der Ihrer Partei zugehörig ist, Gottfried Waldhäusl, der hat vor ein paar Wochen angekündigt, dass Niederösterreich keine Flüchtlinge mehr aufnehmen wird. Wie ist denn da eigentlich jetzt der aktuelle Status? Ist das so? Nimmt Niederösterreich wirklich keine Flüchtlinge mehr auf? Niederösterreich nimmt mit Ausnahme von Härtefällen niemand mehr auf, bis dieser Asylgipfel mit dem Minister auch stattfindet, wo wir auch von ihm verlangen werden, hier ein Konzept vorzulegen, wie diese Zahlen massivst reduziert werden. Und solange das nicht geschieht, werden wir auch bei diesem Kurs bleiben. Und abschließend noch vielleicht zu diesem Thema. Gottfried Waldhäusl wird ja auch in Kürze vor Gericht stehen. Da geht es um die Causa Trassenhofen, auch dort ein Asylzentrum. Sollte er verurteilt werden, kann er dann eigentlich noch Landesrat für die FPÖ bleiben? Ich werde jetzt mit Sicherheit nicht über einen etwaigen Ausgang eines Gerichtsverfahrens sprechen, das in ein paar Tagen ansteht. Ich kann nur eins wiederholen, was er gemacht hat, war zum Schutz der eigenen Bevölkerung.
Und dass man kriminelle Asylwerber etwas härter beaufsichtigt, also strenger beaufsichtigt, ist ja wohl mehr als legitim. Und spätestens nach den tragischen Vorfällen, die wir auch in den letzten Monaten miterleben mussten, muss man zum Schluss kommen, dass das mehr als gerechtfertigt war. Und da stelle ich mir schon die Frage, wieso ist es nicht erlaubt, kriminellen Asylwerbern, auch wenn sie vermeintlich unbegleitete Minderjährige sind, diese dann etwas strenger zu bewachen, aber gleichzeitig verbiete ich in Österreich, in Niederösterreich, den Kindergartenkindern den Martini-Umzug und erlaube es ihnen nur mit der Laterne ein paar Runden im Innenhof des Kindergartens zu marschieren. Also das erinnert mich wesentlich mehr an einen Häfen und unsere Kinder gehören dort definitiv nicht hin. Und dann noch ein ganz anderes Thema. Österreich, nicht nur Österreich, die gesamte EU leidet derzeit unter einer sehr hohen Inflation, 10-Jahres-hoch, enorme Teuerung in fast allen Bereichen. Was ist eigentlich das Konzept der FPÖ dagegen? Der Staat muss dort eingreifen, wo er eingreifen kann. Und das im Positiven und nicht, wie es die Regierung jetzt macht, im Negativen mit der CO2-Bepreisung. Denn genau damit werden all jene Bereiche nochmals massiv verteuert, die bereits jetzt auf einem Allzeithoch liegen. Wir reden hier vom Spritpreis. Wir haben Spritpreise von 1,50 auf den Liter. Die Gaspreise, jetzt beginnt die Heizsaison, die Energiekosten, die Stromkosten, also Energiekosten im Generellen. Und da ist für uns einfach ganz klar, überall dort, ob das der Sprit ist, ob das das Gas zum Heizen ist, das Öl zum Heizen oder die Energie zum Heizen oder die Energie, die man zu Hause braucht, überall dort haben wir Staats- oder Landesenergieversorger. Und die müssen hier auch ihre Gebühren runterfahren. Das heißt, Sie sagen, es braucht eine Deckelung für die Heiz- und Energiekosten? Oder wie kann ich genau so ist es. Wir haben bei Stromkosten fällt der Anteil rein auf die Energie, beläuft sich auf 40% der Gesamtkosten. Mhm. Beim Spritpreis sind es 60%, die nur Steuern und Abgaben sind. Mineralölsteuer und Mehrwertsteuer. Und genau da hat die öffentliche Hand, die Politik, auch den Hebel und den muss sie auch zur Anwendung bringen, damit dieser Spritpreis reduziert wird, damit der Strompreis reduziert wird, damit der Energiepreis, der Gaspreis reduziert wird. Und all das wäre möglich, wenn man sich nicht die eigenen Säckeln füllen würde. Und da sehen wir auch, wie so manche Energieversorger für die öffentliche Hand oder für die bestimmenden Parteien, die halt da am Werken sind, kräftigst Inserate schalten. Und auch da gehört einmal eine Änderung herbei und das gehört eingestellt, weil das ist der Benefit, der den Landsleuten zugutekommen muss. Und ganz zum Abschluss noch, Herr Landbauer, ganz was anderes. Auf Sky läuft seit einigen Wochen die Ibiza-Affäre als Serie. Haben Sie sich das eigentlich schon angeschaut? Ich habe zwar vielleicht jetzt mehr Zeit, weil ich keine Veranstaltungen besuchen kann, aber den Schwachsinn werde ich mir auch jetzt nicht anschauen. Und das Buch von H.C. Strache, das in Kürze erscheint, werden Sie sich das unter den Weihnachtsbaum legen? Ich habe so viele Bücher am Nachkastel liegen, die noch nicht gelesen wurden und mit Sicherheit auch wesentlich interessanter sind. Herr Landbauer, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, es geht dann gleich weiter hier bei Fellner Live.